Kennt ihr das auch? Menschen, die die große Moral predigen, den Werteverfall der Gesellschaft anprangern und sich selbst aber alles andere als moralisch okay im Alltag verhalten. Was hat das Ganze eigentlich mit Narzissmus zu tun? Darum geht's in meinem heutigen Video. Hi, mein Name ist Marie, herzlich willkommen bei Narzissmus verstehen. Wenn du Ideen und auch Erfahrungen hast zu diesem Thema Moral, Doppelmoral vielleicht auch, dann schreib's gerne in die Kommentare. Hast du meinen Kanal Narzissmus verstehen noch nicht abonniert? Abonnieren gerne, dann bekommst du regelmäßige Informationen zum Thema Narzissmus und vor allem auch Narzissmus im Alltag. Wie du weißt, wenn du vielleicht schon ein bisschen länger meinen Kanal schaust, Narzissmus ist für mich persönlich nicht schwarz, auch nicht weiß. Und das reine Bashing von Narzissten, das wirst du auf meinem Kanal hier auch nicht finden, sondern ganz viele Lösungen und Ideen. Ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Video. Ihr wisst ja, Moral, das sind Sachen, Handlungen, die wir einfach aufgrund unserer Werte, die wir haben, selber an den Tag legen und diese auch vom anderen Menschen in unserem Umfeld erwarten. Und die Moral soll einfach dafür sorgen, dass Menschen ein besseres oder auch sozialeres Verhalten an den Tag legen, einfach ein angenehmes Miteinander auch schaffen. Und oftmals ist Moral ja auch so ein bisschen das Gegenteil von, wenn es im Anfang steht, bösen Handlungen, ja? Also es ist so ein bisschen das gute Handeln einfach auch, das, was ein positives Leben auch einfach ausmacht, das ist dann eben auch moralisch gut sozusagen. Narzissten haben oftmals eine sogenannte Doppelmoral. Was ist eine Doppelmoral? Kennt ihr wahrscheinlich. Das sind einfach so, das sind Grundsätze, die dort gelten hinsichtlich moralischen Vorstellungen und Werten, aber es werden da zweierlei Maßstäbe angelegt. Es ist nämlich so, dass es bei Narzissten sehr häufig so ist, dass sie an andere eine unglaublich hohe Moralvorstellung haben, auch sehr groß darin sind, diese Moralvorstellung bei anderen anzuprangern, sich selbst aber komplett gegenteilig im Alltag verhalten, im Gegenteil sehr oft moralisch verwerflich handeln und eher manipulativ und eher so, dass es ganz starke negative Auswirkungen hat. Sie selbst nehmen es mit der Moral dann eben nicht so genau, wenn es zu ihrem eigenen Vorteil ist. Ja, was meine ich denn eigentlich damit? Ich habe drei Beispiele für euch. Das allererste ist ein Beispiel, was extrem pietätlos ist und extrem krass, wie ich finde. Aber ich finde es wichtig, dass ich euch das mal erzähle. Ein Narzisst hatte einen guten Freund. Dieser gute Freund, dem hat er unglaublich viele Jahre verbracht. Die beiden waren sehr gut befreundet. Er ist dann aber verstorben, dieser gute Freund. So, und der Narzisst ist immer noch zu seinen Eltern gefahren. Ja, er war auf der Beerdigung und ist im Nachgang auch immer noch zu den Eltern gefahren. Und irgendwann sagte ich mal zu ihm, Mensch, das finde ich ja ganz großartig, dass du immer noch den Kontakt hältst. Ne? Er hat immer aus Urlaub etwas mitgebracht, sind dorthin gefahren. Und dann sagte er zu mir, Marie, wollen wir mal ganz ehrlich sein, du weißt selber, das war das einzige Kind. Du weißt selber, wie sie finanziell ausgestattet sind. Und ich meine, ich mache das zwar, aber vor allem deshalb, weil ich in dem Erbe bedacht werden möchte. Mir hat wirklich der Atem gestockt in dem Moment, aber daran sieht man einfach mal, wie moralisch verwerflich das auch sein kann. Ein sehr extremes Beispiel. Es kann auch sein, als zweites Beispiel, die Mutter sitzt zu Hause, eine narzisstische Mutter sitzt zu Hause mit ihren Kindern und erzählt mit Tränen in den Augen von einer Freundin, die auch die Kinder kennen, die selber von ihr, die hatte Kinder adoptiert, diese Kinder hatten eine unglaublich schlimme Kindheit. Und sie sagte nun also, die hat mir heute erzählt, die Freundin nochmal, wie schlimm die Kindheit gewesen ist von den Kindern, die sie adoptiert hat. Also die wurden misshandelt und also körperlich und auch emotional. Es ist ganz, ganz schlimm gewesen. Ihr schießen die Tränen in die Augen. Sie hatte einen theatralischen Blick. Und nur wenige Stunden später verprügelt sie ihre Kinder zu Hause, weil das Zimmer nicht aufgeräumt ist. Das dritte Beispiel. Der Vater fährt ein großes Auto, ein unglaublich teures Auto zu Hause, ist ein großes, tolles, exponiertes Haus irgendwie auch. Die Kinder allerdings bekommen kein Geld für ihr Studium. Die Eltern halten dieses Geld zurück, geben es primär für sich selber aus, erzählen aber auch überall, wie wichtig auch Bildung ist, auch wichtig die Bildung für Kinder und wie gut das auch ist und wie wichtig auch, dass die Kinder studieren.
während die Kinder überhaupt gar nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen, weil der Vater die Geldzahlung zurückhält. Das waren jetzt mal drei, wie ich finde, moralisch sehr krasse Beispiele, einfach die zeigen, wie diese Doppelmoral beim Narzissten oftmals aussieht. Das sind jetzt aber Beispiele gewesen, ich sag mal, aus dem menschlichen Alltag. Man kann das Ganze auch nochmal so eine Ebene, sage ich mal, höher ziehen. Auch da möchte ich euch nochmal fünf Beispiele nennen. Das erste ist zum Beispiel, sag mal, für Umweltschutz in der ersten Reihe demonstrieren, große Reden dazu auch halten. Selbst aber irgendwie, wenn es Flugreisen billig gibt, der Erste sein, der durch die Gegend fliegt, mal eben für einen Tag irgendwie nach Pisa und wieder zurückfliegen und da überhaupt gar nicht umweltbewusst handeln. Das Zweite ist, die Konkurrenz moralisch angreifen hinsichtlich ihrer Tätigkeit, selber aber extrem krumme Dinger machen, die am Rande der Legalität sind und sich permanent Lügen dabei bedienen. Das Dritte ist, Vorträge über Vertrauen zu halten in Gruppen, ja, den Werteverfall der Gesellschaft und dann aber selbst zu Hause die Geliebte zu haben, andere Menschen immer wieder finanziell über den Tisch ziehen und da alles andere als moralisch in Ordnung handeln. Das nächste ist, sich in öffentlichen Diskussionen unglaublich über die schlechte Moral der Konzerne aufzuregen und zu schimpfen. Aber zu Hause die Putzfrau schwarz zu bezahlen, versuchen sie immer wieder irgendwie an den Leistungen irgendwo zu kürzen und Rechnungen bei Dienstleistern einfach auch zu kürzen oder gar zu verzögern bzw. gar nicht zu zahlen. Wisst ihr, nicht jeder handelt immer moralisch okay. Und auch bei diesen Beispielen, wir alle machen mal Dinge, die auch nicht in Ordnung sind. Das ist ja auch in Ordnung, das ist nun mal so. Ja, kein Mensch ist perfekt, kein Mensch ist immer super moralisch. Das Problem ist aber einfach, dass bei Narzissten eben dieses Extrem ist, dass sie auf der einen Seite es sehr anprangern, sehr öffentlichkeitswirksam auch und sich da immer in dieses extreme Licht stellen, aber eben auf der anderen Seite komplett konträr handeln. Ja? Und das ist, wie ich finde, so dieses Merkmal. Ich selbst habe da halt echt saumäßig viel erlebt und deswegen habe ich mich damit auch mal ein bisschen näher beschäftigt und eingelesen und weil ich so ein paar Sachen einfach auch mal verstehen wollte für mich. Und ich bin da auch mal ganz spannend fündig geworden. Und deswegen habe ich da nochmal so ein paar Worte irgendwie dazu, ein paar spannende Punkte, wie ich finde. Das sind nochmal so zwei extra Punkte. Das allererste ist in der Wissenschaft. Ne, habe ich mal irgendwie geguckt, was gibt es denn da so zum Thema Moral, Narzissmus? Und da habe ich tatsächlich was Spannendes gefunden, auch bei Kernberg mal wieder. Und zwar haben offene Narzissten so eine eigenartige, oberflächliche Moralvorstellung. Ja, das kennt ihr ja vielleicht irgendwie auch. Ja? Und verdeckte Narzissten, und das ist super spannend, die haben eine große Bereitschaft, Anschauungen aus eigennützigen Motiven zu ändern. Sie lügen pathologisch, das ist eben auch noch. Sie haben einen ausschweifenden ethischen und moralischen Relativismus. Was ist das denn bitte? Und das ist super spannend. Passt mal auf. Moralischer Relativismus, ja, das heißt Wertevorstellung, Urteile, insbesondere moralische Urteile, sind nach dieser Position nicht objektiv und nicht prinzipiell universell gültig. Wertevorstellungen sind vielmehr abhängig von kulturellen, historischen, insbesondere materiellen Bedingungen und individuellen Präferenzen. Hört sich jetzt erstmal ziemlich kryptisch an. Also zusammengefasst heißt es eigentlich, wie bei meinen Beispielen, wenn es gerade passt und günstig ist, zum Beispiel so ein olles Auto zu fahren, was überhaupt gar nicht zur Umweltdiskussion irgendwie passt oder irgendwie den nächsten günstigen Ryanair-Flug da irgendwo zu schießen, dann ist es auch alles wurscht. Dann hat das auch nichts mehr damit zu tun, wie man vielleicht moralisch vorher alles angeprangert hat, sondern das ist dann eigentlich auch egal. Und auch dieses Denken, wie ich glaube, wenn ich durch meinen Positionswechsel in eine andere Richtung Erfolg haben kann, dann mache ich es halt, ja, und zur Not wusel ich das halt irgendwie wieder zurück, nach dem Motto, merkt das sowieso gar keiner, ja. Und da kommen wir halt eben auch schon zum nächsten Punkt. Narzissten unterschätzen ihr Umfeld wirklich permanent. Und das ist ja oftmals, habe ich euch auch schon mal gesagt, bei kriminellen Handlungen einfach so. Sie neigen oftmals da wirklich zu Überschätzung. Das heißt, sie brechen andauernd Regeln, auch moralische Regeln. Es gibt überall ja so ein bisschen auch
sag mal, Spielregeln einfach auch, an denen sich natürlich auch Menschen halten, sonst würde es natürlich auch überhaupt nicht funktionieren. Und da, ja, die brechen sie oft, dieses grenzenüberschreitend einfach auch. Und das ist nicht selten, sodass ihnen das aber nach einer Zeit auch zum Verhängnis wird. Denn nicht selten bedienen sie sich, und da kommen wir wieder zum nächsten Punkt, Lügen. Verdeckte Narzissten haben halt, was ich eben auch sagte, ne, keinerlei Probleme, die Anschauung aus eigennützigen Motiven zu ändern. Und sie lügen eben auch pathologisch. Und das können die offenen Narzissten natürlich auch, dieses Thema Lügen einfach auch. Das heißt einfach hinsichtlich Moral irgendwie, dass sie Geschichten dann einfach so ein bisschen anders irgendwie erzählen, dass sie etwas ein bisschen dazu dichten manchmal auch. Und sie machen einfach die Sachen für sich dann sozusagen auch passend. Und das ist eben genau der Punkt, ja, der eben, wie ich finde, auch in dieses Thema Moral mit reinspielt. Was passiert denn jetzt aber eigentlich typischerweise, wenn man Narzissten mit ihrer verschobenen Moral, nenne ich es jetzt einfach mal, konfrontiert? Denn ganz ehrlich, man denkt natürlich auch irgendwie, spätestens, wenn das Ganze so ein paar Mal passiert ist, bei fundamentalen Sachen auch, was war das denn bitte? Und da habe ich jetzt mal so ein paar, insgesamt fünf verschiedene Reaktionsmöglichkeiten für euch einfach mal zusammengestellt. Das erste kann sein, dass sie sagen, du bist falsch. Da liegst du total falsch, hast du wahrscheinlich total falsch verstanden. Das zweite ist, man wird ja wohl mal seine Meinung ändern können. Das dritte ist, das siehst du aber so ein bisschen verbissen. Ja, wo ist denn da deine Flexibilität irgendwie auch? Ja? Das vierte ist, dass sie einfach schweigen und narzisstisch wütend werden, weil ihr ihnen natürlich ein Feedback gegeben habt. Ihr habt sie kritisiert in dem Moment sozusagen, ihr habt Dinge in Frage gestellt. Da ist es dann oftmals so, dass so eine Reaktion manchmal auch kommt, gerade bei verdeckten Narzissten einfach auch. Und die fünfte Reaktion ist, ich auch sehr häufig erlebt habe, ist einfach, der Pfeil wird geschossen, habe ich es genannt. Sie sagen einfach, was soll das denn bitte? Muss ich dich an dein Verhalten irgendwie neulich erinnern? Und dann beginnt eben wieder diese Entwertungsspirale. Das heißt, es werden Punkte genommen, wo der andere vermeintlich unmoralisch mal gehandelt hat, aufgezählt, und das Ganze wird aber dann überdramatisiert, auch da wird ein bisschen was dazu gedichtet, und in der Hoffnung einfach, dass der andere sich dann in dem Moment natürlich blenden lässt. Und das ist natürlich oftmals das Problem, wenn ihr sehr tief in diesen Dynamiken drin seid, seid ihr wahrscheinlich selber auch nicht, gerade die Menschen, die sehr auch einen großen Selbstwert einfach haben und die natürlich dann sehr stark vielleicht auch reflektieren und sich dann vielleicht auch sagen, oh Mann, ja, vielleicht war es ja auch wirklich so, stimmt schon, ich bin ja auch manchmal, der handelt ja manchmal auch moralisch etwas nicht in Ordnung, ja, und zudem, sie wissen eben auch, wo eure Punkte sind, wo sie den anderen einfach auch angreifen können und wo der andere vielleicht auch unsicher ist. Und das sind natürlich so zwei Punkte, die es natürlich dann auch leicht machen, den anderen dann zu verunsichern. Dann habe ich noch ein Phänomen, wie ich finde, so für mich einfach beobachtet. Ich habe es genannt, die von oben nach unten verdrehte Moral. Was meine ich damit? Nach oben wird gekuscht und moralisch geheuchelt. Ja, nach oben. Und nach unten wird genau gegenteilig gehandelt und total getreten. Und das müsst ihr vielleicht auch mal beobachten. Vielleicht habt ihr dieses Phänomen auch schon irgendwie gesehen. Ich glaube, sie machen das einfach so, weil sie natürlich, wenn sie so handeln, keine Konsequenzen befürchten müssen. Ja? Also nach unten, nach oben vielleicht schon, wenn sie da irgendwie jemanden, der in irgendeiner Rolle ist, ihnen etwas zu sagen, dass sie da einfach negative Konsequenzen fürchten könnten, dann ist es für sie Entlastung und Stabilisierung einfach auch, oftmals Druck abzulassen. Dann muss natürlich der Schein einfach auch stimmen nach außen. Und nach oben ist es ja so, wird ja auch von Narzissten einfach bewundert. Warum machen sie das? Ich glaube einfach, dieses keine Moral und kein Gewissen zu haben, das hat ja auch etwas mit Empathie zu tun. Ihr wisst auch, ich sage euch das ja, Narzissmus ist für mich nicht schwarz und weiß, ja. Und wenn das Ganze natürlich dann schon in eine wirklich pathologische Richtung einfach geht, dann ist natürlich auch bei dem Thema Empathie, sich hineinfühlen in andere Menschen, ja, und da auch wirklich nachvollziehen zu können, wie der andere sich auch einfach fühlt, das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht mehr so
nicht ausgeprägt. Und das ist natürlich dann so, dass natürlich, wenn man diese Fähigkeit sozusagen selbst nicht hat und nicht zulassen kann, dann kann man natürlich auch viel leichter, so traurig das auch ist, moralisch verwerflicher handeln und auch gewissenlos in dem Moment einfach handeln. Denn das Gewissen gibt es ja in dem Sinne dann einfach auch nicht. Was zählt, ist dann eben, nächster Punkt, der eigene Vorteil. Und diesen Vorteil habe ich beobachtet, finde ich, den wollen sie vor allem immer bekommen bei den Punkten, die sie sich so gern wünschen und wo sie so gerne gesehen werden wollen einfach auch, ja. Das ist Macht auf der einen Seite, das ist auch Ruhm. Sie wollen unbedingte Anerkennung von außen, damit sie bewundert werden, dass sie endlich mal gesehen werden auch von außen und das eben um jeden Preis, auch um jeden moralischen Preis. Und dann auch das Thema Anerkennung zum Beispiel über Geld, über Menschen, die ihnen irgendwie ein Feedback geben. Das ist ihnen unglaublich wichtig und ich glaube, das sind so ein bisschen die Gründe, warum sie überhaupt moralisch so krass überschreitend, grenzüberschreitend und verwerflich einfach auch handeln. Dazu kommt, wie ich finde, auch noch ein anderer wichtiger Punkt. Es gibt einfach auch keine klare Linie. Wer eine Einstellung hat, und ihr wisst auch, Einstellung kann man mal ändern, natürlich, man entwickelt sich ja auch, ist ja auch total gut so. Aber trotzdem hat man ja so bei manchen Sachen eine gewisse Grundeinstellung, es ändert sich auch nicht von heute auf morgen, mal so. Das ist ja ein langer Prozess, den man einfach hat und auch nicht in allen Bereichen. Und wenn man aber eine Linie hat und eine Anschauung einfach in gewisser Hinsicht, dann muss man natürlich auch einen gewissen Selbstwert haben, denn dann ist es natürlich so, dass es sicherlich auch Leute gibt, die einfach sagen, was machst du denn da und was ist das für ein Quatsch oder sonst irgendwas, die einfach andere Vorstellungen haben und dafür braucht man einen gewissen Selbstwert, um zu sagen, okay, das siehst du anders. Das ist aber meine Sicht der Dinge und ich glaube, das ist schon einfach ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, auf diese Hoffnung, endlich Erfolg zu haben, ja, da verkaufen Narzissten einfach alle und alles, so traurig das auch ist. Also, die haben ja als verdeckte Narzissten oftmals so eine quälende Ziellosigkeit, habe ich bei Kernbeck als Begriff gefunden und das finde ich ziemlich bezeichnend. Und ich glaube, das ist auch so eine Ursache neben dem Kern, dieses geringen Selbstwert, den sie einfach haben. Ja, was kann ich euch jetzt für so ein paar Hinweise geben, vielleicht zum Thema Moral? Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und habe da insgesamt 7 Tipps für euch, bevor ich dann zu den Fragen komme, die ihr euch selber stellen könnt. Als allererstes finde ich, für mich persönlich, das ist wirklich meine persönliche Meinung, waren das immer Anzeichen, dieses moralisch verwerfliche, komische Moralvorstellung, Doppelmoral, also dass Menschen so eine unglaubliche Diskrepanz zwischen Gesagten, diesen Handlungen hat, Anzeichen, dass ich das mir genauer einfach angeguckt habe. Natürlich ist nicht jeder, der so agiert, gleich irgendwie pathologisch narzisstisch. Trotz allem muss man sich das Ganze einfach irgendwie auch angucken, ja. Das heißt, Quellen von Aussagen, die sie irgendwie machen, ja. Widersprüche zu Positionen aus der Vergangenheit. Abgleich von dem tatsächlichen Handlungen und dem Gesagten, ne. Narzissten blenden das Gegenüber oftmals einfach mit so schönen, hellen Geschichten, wie ich es immer nenne, ja. Und ihrem überaus moralischen Handeln. Und da packen sie natürlich, habe ich immer noch so ganz viel drauf. Ich sage immer, zieh 2 Drittel der ganzen Sachen einfach ab. Und da liegt wahrscheinlich dann die Wahrheit. Ja, die Wahrheit dessen, wie es tatsächlich irgendwie auch ist. Also das Handeln fernab und das ist eben die Sache des Sichtbaren. Denn, wie gesagt, sichtbar und unsichtbar, also was oftmals im Kleinen passiert, das sind einfach 2 Paar Schuhe bei Narzissten. So traurig das irgendwie auch ist, aber so ist es, wie ich finde, auch im Bereich Moral. Das zweite ist, achtet auf Bemerkungen und achtet da einfach auch auf Nebensätze. Kleine, entwertende, moralisch entwertende Scherze. Hahaha, es war ja nur ein Spaß, die Aussage. Ich habe euch eben erzählt, dieser Narzisst am Anfang mit diesem verstorbenen Freund, ja. Der hat in dem Moment danach auch so haha gelacht, ja. Aber es war kein Witz. Das war in dem Moment einfach kein Witz, sondern es war totaler Ernst. Und ich glaube einfach, dass man beachten sollte, dass das eben
keine Scherze sind, auch keine schlechten Scherze. Jeder macht auch mal einen schlechten Scherz. Aber dafür ist es dann doch wirklich, und da kommen wir wieder, zu oft einfach. Also da solltet ihr wirklich drauf achten. Ironie ist die eine Sache, aber so eine Art von krasser, moralisch verwerflich, ekliger, wie ich sogar sagen will, Ironie, finde ich nicht in Ordnung und würde mich persönlich oder lässt mich persönlich auch extrem aufhorchen. Drittens, schaut euch halt Gesagtes echt genau an. Und zwar Gesagtes und tatsächliches Handeln. Ja. Darum sollte man wirklich auch einen Blick drauf werfen, wenn man da wirklich große man soll jetzt natürlich nicht paranoid werden, ja, sage ich euch auch oft, aber schaut da echt so ein bisschen irgendwie auch drauf, ob das auch alles stimmig ist und oder ob das wirklich ob da überhaupt gar nichts stimmig ist. Das vierte ist, Narzissten lügen halt schamlos und sie reden sich die Welt eben schön. Ja, hier wird was zugedichtet, da wird was zugerichtet, gedichtet. Seid einfach verdammt wachsam, finde ich. Das fünfte ist Klarstellung, auch wenn es nervt. Ja, ich finde, natürlich ist es nervig, wenn man natürlich den anderen irgendwie auch konfrontieren muss. Auf der anderen Seite sollte man eben keine Scheu haben, Grenzen zu setzen. Ja? Also wenn sie anfangen, wie in diesen Sachen, die ich da euch beispielhaft gesagt habe, euch eine moralische Keule so überzuziehen. Ja, du hast ja da. Und du stellt mal klar und bleibt auch vor allem ganz ruhig einfach auch, aber setzt da einfach auch eure Grenzen und lasst euch da auch nicht blenden. Das sechste ist Achtung, ja, und deswegen sage ich das auch nochmal nach diesem Punkt. Ihr solltet euch natürlich auch nicht abarbeiten und den Narzissten sozusagen füttern. Narzissten lieben diese Kreislaufdiskussion immer am Kreis, ja, die zu absolut gar nichts führen. Wenn ihr merkt, dass es irgendwie, dass ihr demjenigen konfrontiert und derjenige aber immer nur sich windet und ihr euch da irgendwie an keinerlei Punkten trefft, irgendwie selbst nicht an dem Punkt, dass man sagt, wir haben das scheinbar beide sehr unterschiedlich gesehen und akzeptieren es beide, dann solltet ihr wirklich einfach für euch auch eine Konsequenz ziehen und für euch auch die Grenze ziehen, weil wie gesagt, kostet einfach nur eure Energie. Das siebte ist klare Entscheidungen. Klare Entscheidungen, wie weit lasse ich diese Menschen einfach in mein eigenes Leben und auch egal wo. Welche Moralvorstellungen haben diese Leute, welche predigen sie, wie sind sie aber einfach auch wirklich und da auch zu gucken, was passt da auch wirklich in mein Leben. Und das ist auch egal wo, egal in welchen Bereichen, wie ich finde. Natürlich kann man da nochmal einen Unterschied machen zwischen dem ganz engen Leben, ganz engen Umfeld, dem weiteren Umfeld auch. Trotzdem sollte man da auch wirklich einfach genau für sich auch eine bewusste Entscheidung treffen, auch wenn das vielleicht manchmal die Konsequenz mit sich trägt, dass man sich verändern muss. Ich persönlich muss sagen, ich finde Verlässlichkeit eine super wichtige Eigenschaft und eine andere wichtige Eigenschaft ist für mich auch dieses Moralische. Ich finde es gut, wenn Menschen auch mal klar flexibel sind, auch mal ihre Meinung ändern. Muss aber auch echt sagen, so ein gewisses Maß an Moral muss einfach vorhanden sein und wenn das irgendwie nicht da ist und wenn sich das für mich auch alles viel zu widersprüchlich darstellt, dann will ich von diesen Menschen echt nichts hören. Und ich glaube, da ist echt, wie gesagt, wichtig, eure Entscheidung da auch zu treffen. Am Ende drei Fragen für euch zum Thema Moral, die ihr euch selber stellen könnt. Das erste ist, ist dir bei Menschen aufgefallen, dass moralisch Gesagtes und Präsentiertes zu dem Getanen überhaupt gar nicht passt? Das zweite ist, wie reagieren diese Menschen? Würdest du sie oder damit konfrontieren oder du konfrontierst sie sogar oder hast sie schon konfrontiert? Wie ist denn da die Reaktion? Habt ihr euch darüber gut unterhalten, konstruktiv unterhalten und seid ihr zu einem Ergebnis gekommen, selbst wenn es dieses Ergebnis ist, dass man einfach unterschiedliche Positionen hat? Und das dritte ist, welche Moralvorstellungen sind dir persönlich ganz wichtig und wo ist da vielleicht auch deine ganz persönliche Grenze? Das war mein Video zum Thema Narzissmus, Moral, Doppelmoral. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Narzissmus, ja, dann könnt ihr natürlich mit mir telefonieren, gar kein Problem. Geht auf meinen Blog www.narzissmus-verstehen.de. Ein paar Klicks und ihr könnt einen Telefontermin bei mir buchen. Wenn ihr denkt, wow, das Video hat mir gefallen, dann liked es, teilt es vielleicht auch oder schickt es an jemanden, wo ihr denkt, das könnte demjenigen echt weiterhelfen. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche und genießt die Sonne, die Sonnenstrahlen, die noch da sind. Ich freue mich, bis nächste Woche euch dann wieder hier begrüßen zu können bei Narzissmus verstehen. Macht's gut, bis dann, ciao!